Hallo und herzlich willkommen zu thewisdomfactory.net. Ich bin die Heidi und ich sitze in Italien und ich mache jetzt ein Interview auf Deutsch. Und das wird dann im Rahmen des integralen Forums veröffentlicht werden und natürlich auf meiner Webseite und auf YouTube. Heute bin ich wieder mit Monja als meiner Co-Hostin da und unser Gast ist Rainer Leoprechting, auch in Österreich, so wie Monja. Und ja, bevor wir sagen, worüber wir sprechen, es wird ein interessantes Thema werden, möchte ich dich erstmal einladen, über dich etwas zu sagen. Und vielleicht finden wir da auch die Überleitung zu dem, was wir sagen wollen, besprechen wollen. Ja, hallo Heidi, hallo Monia, danke für die Einladung, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ein bisschen was zu mir. Ich wohne jetzt in Österreich, in der Südsteiermark, bin hier im Jahr 2012 hergezogen aus Brüssel und hatte vorher fast 18 Jahre verbracht mit den Institutionen der Europäischen Union, habe besonders bei der Europäischen Kommission gearbeitet und hatte dort immer den Eindruck, dass Verwaltung nicht das Betriebssystem ist, unter der die Europäische Union wirklich läuft. Also ich habe mit der Bürokratie abgearbeitet als System, nicht nur mit Bürokraten oder so. Und da immer versucht, neue Wege, die irgendwie etwas weiterführen, dort einzubringen, weil ich fand, die brauchte man da und fühlte mich sehr bestärkt vom Gründer der Europäischen Union. Sein Name war Jean Monnet, ein sehr synergetischer, sehr visionärer Mensch, der eigentlich auch die Bürokratie eher umgangen und kreativ genutzt hat, als selber Bürokrat zu sein. Also da merkte ich, wie es so einen Abfall gab in der Organisationskultur von den Gründern zu den Leuten, die ich dann traf und wo ich den Eindruck hatte, wie kriegen wir das denn hin, wenn man so im System steckt? Also es hat mich beruflich sehr geprägt, hat mich auch sonst beeinflusst und mich irgendwie ins integrale Feld gespült, weil ich zwischendurch auf dem Weg mal Otto Laske traf, der wiederum bei Robert Keegan studiert hat und in Erwachsenenentwicklung nicht nur thematisiert, sondern auch weiterentwickelt hat. Er hat das dann rückgebunden an die Frankfurter Schule, aus der er kam, und hat das mit sie haben einem sehr kritischen Blick angeschaut und hat dann gemerkt, da fehlt auch was zum Kognitiven. Da kann man nicht einfach alles nur vermischen, als gäbe es nur eine Entwicklung. Also er hat das dann etwas unterschieden in sozial-emotionale Entwicklung, wie er das nennt. Das ist dann immer noch die Gegentradition oder auch eine Kuckreuter-Tradition oder eine Bildhauer-Tradition, die sind da relativ ähnlich und hat von all diesen Traditionen unterschieden eine kognitive Entwicklung, die weniger hierarchisch ist, sondern mehr ein sich Entfalten des Denkens bedeutet. Und das beschäftigt mich immer wieder und auch heute in diesen Tagen mehr. Was ich jetzt in Österreich mache, ist einerseits, dass ich international unterwegs bin und mit Firmen und Führungskräften und Führungsteams arbeite, auch mit politischen Aktivisten arbeite, die sich fragen, wie kriegt man denn die Struktur unserer Arbeit verbessert? Nicht nur, wie kriegen wir das ein oder andere Problem gelöst? Und da ist die kognitive Entwicklung eine sehr wichtige, weil das Ermöglichen ist von anderen Strukturen, wenn sie denn weit genug entwickelt ist, dass man nämlich auch in Gegensätzen, in Widersprüchen, in Paradoxien und sehr kreativ denken kann. Das ist also eine Denkfähigkeit. Das habe ich von Otto Laske mitgenommen und gelernt. Und ist eine, die kann sehr weiterentwickelt sein, wogegen eine eher moralische Fähigkeit, wie ich entscheide, vielleicht nicht so entwickelt ist. Und das ist also von daher schon sehr interessant, beide Linien getrennt anzuschauen und sie dann wieder zusammenzubringen. Also das ist so, was ich letztes Jahr vermehrt gemacht habe. Ich habe wieder mal Leute interviewt und geschaut, wie denken Sie denn und wie handeln Sie denn, und ihnen da Feedback gegeben und auch dann so Fähigkeitsgutachten geschrieben und sowas. Und was mich hier so im Alltag mehr beschäftigt, sind so Dinge, wie lebt man denn in Österreich als Nicht-Österreicher? Das ist ja auch eine spannende Frage für die Leute, die es nicht sind und auch für die, die es sind. Wir machen hier ein Gemeinschaftsprojekt, das heißt, wir wohnen hier auf dem Land, aber nicht als Familie, sondern als Wahlverwandte, wenn ich mal so sagen darf. Und das Ziel ist, wie leben wir eigentlich jetzt schon so, als wäre die Klimakatastrophe schon da? Ich will sagen, nicht darauf warten, dass man noch in der Großstadt weiterlebt, sondern wie lebt man näher an der Natur, mit der Natur? Wie lebt man aus dem eigenen Garten, ohne Autarkieanspruch zu haben, sondern eher, ja, selber einfach mehr zu tun mit sich und sagen wir, diese Großsysteme etwas mehr zu verlassen, ohne ihnen den Rücken zu kehren.
Also das hat viele Dinge, die man dann hier lernt, nämlich dass man dann wirklich mehr zusammenrückt, dass man auch seinen Alltag anders gestaltet, wenn man mit seinen Nachbarn auch irgendwie die Küche teilt. Und das geht manchmal gut, manchmal geht es nicht so gut. Das heißt, man lernt sehr viel darüber, wie wir eigentlich als Gemeinschaft auch zusammenleben können. Also das sind so ein kleiner Parcours über das, was ich gerade so mache. Ein drittes ist, dass ich mit dieser beruflichen Arbeit eine internationale Partnerschaft von anderen sehr engagierten und klugen Beraterinnen und Beratern in Gründung habe und wir eben an einigen spannenden Kundenprojekten arbeiten mit nicht so ganz großen Organisationen, aber solchen, die das dankbar annehmen, was wir ihnen bieten können. Wow, ja, das ist eine Menge. Ich denke, wir fangen einfach mal an. Also was mich persönlich interessiert, ist eben das Projekt, weil ich lebe ja seit 30 Jahren in Umbrien und auf dem Land und im Grunde auch sehr anders, als die meisten Menschen leben. Ja? Mhm. Also viel näher an der Natur und auch viel näher am nicht so Luxusleben, wie die meisten Leute gewöhnt sind. Insofern kann ich da ein bisschen mit was damit anfangen und auch mein ständiges Verwundern darüber, wenn ich zum Beispiel meine Nichten und Neffen und solche anderen Menschen halt, die normal in Städten leben, treffe, wie was die alle so für selbstverständlich halten. Ja? Und wenn du auf dem Land lebst und oder wie man auch ganz selbstverständlich meint, also auf dem Land leben, das wäre die Lösung für alle, ja, ohne einzuberechnen, was das wirklich für eine Anstrengung ist, sich selbst zu ernähren, ja, und ist, Gemüse zu selber zu pflanzen und so zu ziehen. Und, oh, jetzt ist mein Hund, ja, das gehört eben auch zum Landleben dazu. Ja, genau. Insofern interessiert mich das jetzt schon, aber ich möchte erst mal zur Monja geben. Was ist dir am Herzen? Ja, ich bin eine Städterin, also sagen wir mal so, und ich lebe im gemütlichen Luxus. Aber was mich also angesprungen ist, ist, also dass man auch als Deutscher, als Ausländer in Österreich lebt. War mir bisher nicht so bewusst, weil ich einfach sehr viel mit Menschen aus Deutschland Kontakt habe. Mich würde interessieren, was konkret ihr da bei klimaneutral Leben in Obenaus praktiziert. Also wenn man da hinkommt, was bekommt man da beigebracht? Von der Heidi weiß ich, dass sie ja sehr viel mit Olivenbäumen auch zu tun hat. Und was produziert ihr in Obenaus zum Beispiel? Wäre meine Frage an dich. Ja, also wir haben einen sehr kleinen Hof. Also wir produzieren eigentlich nur für den eigenen Konsum. Wir haben eine kleine Schafherde. Im Moment sind es sehr viele, 19 Stück Vieh. In allen Altersstufen, von den gerade frisch geborenen Lämmern bis zu schon etwas älteren Schafdamen. Und dann haben wir einen relativ großen Garten. Das trägt so ungefähr zu 15-20% zu unserer Nahrungskette bei. Und haben einen Wald, den wir inzwischen abholzen mussten, weil der zu alt wurde und der Käfer anfiel. Damit haben wir jetzt Bauholz. Das produzieren wir also auch. Und wir produzieren eigentlich unseren Platz, weil das ist ein alter, nicht sehr großer Bauernhof mit sehr vielen Wirtschaftsgebäuden, die wir jetzt nach und nach zu eher wohnlichen Gebäuden umbauen. Und das sehr behutsam, sodass wir auch der Beton, der da ist, nicht nur wegtun, sondern dass wir den einfach umnutzen in etwas, was dann eben nicht nur gut ausschaut, sondern auch gut isoliert ist, gesund sich anfühlt, mit Naturmaterialien gebaut ist und auch mit Sachen, die jetzt nicht von ewig weit herkommen müssen und auch mit Traditionen, die es schon länger gibt. Also von daher sieht unser Hof immer mehr wie ein Bauernhof aus und nicht nur wie so der Versuch einer Fabrik auf dem Land, wie es eine Weile hier passiert ist. Etwas Spektakuläres, was man bei uns sehen kann, sind zwei umgebaute Futtersilos. Die sind jetzt eben gar nicht mehr aus wie Silos, sondern eher so wie zwei Wohntürme, die mit einem Balkon verbunden sind. Das heißt, wir haben da jetzt drei Stockwerke, wo man unten ein Badezimmer hat, oben ein Zimmer und dann unter dem Dach nochmal einen kleinen Schlupf, wo man was abstellen kann. Oder manche Leute legen noch eine Matratze rein und schlafen da.
Das ist ein Bau, der manche Leute hier sehr verwirrt, weil man sonst Silos nur so als was sieht, was man eigentlich nicht mehr braucht. Und da stehen Leute so leere Betonröhren hier in der Landschaft rum. Also das hat manche schon zum Nachdenken gebracht, was man da nicht noch machen könnte mit diesen Sachen. Dann haben wir, ja, produzieren wir hier auch viel Begegnung und Sein. Also vieles, was hier bei uns passiert, das hat mehr mit dem Sozialen zu tun. Das heißt, wie kann man auf relativ engem Raum als eine Gruppe zusammenleben? Da haben wir einiges an Erfahrungen gemacht. In der ersten Welle hatten wir vor allen Dingen junge Leute hier, so etwas unter oder gerade mal 30 Jahre alt. Und das hat dann eine bestimmte Dynamik ausgelöst. Da waren nämlich zwei ältere Leute da, da waren ein paar Kinder da und dann sehr viele junge Leute. Da war die Jugend so stark im Übergewicht, dass auf den Alten auf einmal die ganze Verantwortung lag und die Jungen haben alles ausprobiert. Das ist also dann nicht ganz gut gegangen, hat uns zu immer neuen Spannungen geführt. Also wir wurden ungeduldig, weil nichts so sich in die Dauer trug und die Jungen, die fühlten sich dauernd kontrolliert. Das ging also. Ja, das hat sich dann umgestülpt, dann hatten wir etwas so mittelältere Leute hier. Und inzwischen haben wir gelernt, dass eine Gemeinschaft das braucht, dass alle Generationen vertreten sind, weil sonst fehlt was. Also im Grunde endlich wieder, weil wir die Menschen schon seit immer gelebt haben. Und das fehlt uns in der Großstadt eigentlich auch. Da leben wir auf immer kleinerem Raum, in immer kleineren Einheiten, so als Einzelpersonen. Und wir merken, es geht eigentlich darum, wieder zu entdecken, dass man mit anderen auch vieles teilen kann. Und wir entdecken auch, dass das in der heutigen Zeit gar nicht mehr selbstverständlich ist. Also Leute müssen das noch lernen wieder. Also das ist eigentlich, was man bei uns am ehesten produzieren kann, dass man praktisch lernt, in Gemeinschaft auch leben zu leben. Also andere auch auf sich einzulassen und sich auf andere einzulassen. Und nicht nur so zu versuchen, alles selber zu kontrollieren und zu managen. Also was ich jetzt da so raushöre ein bisschen, also erstens einmal, auch die Frage des der Auseinandersetzung der Generationen miteinander, wie können sie miteinander. Was mich aber natürlich fasziniert, sind die 19 Schafe. Habt ihr da Fachleute lebt ihr vegetarisch oder werden die dann auch geschlachtet und wie macht ihr das? Ja. Also für die veganen Zuhörer muss man das jetzt rausschneiden, weil die wollen das nicht hören. Und andere Leute, die meinen, dass Tiere nur zum Anschauen sind. Natürlich essen wir die auch. Wir haben aber auch Veganer und Vegetarier unter uns und die essen die dann halt nicht. Ja, man sitzt bei uns auf Schafhäuten. Also ich meine, wir sind da schon in der ganz uralten Landwirtschaftstradition. Weil wenn man die Schafe nicht schlachtet, dann hat man irgendwann nicht mehr genug Gras. Also das geht auch genau. Nicht. Ja, das habe ich auch. Also von daher, wie soll das sonst gehen? Oder man hätte, oder würde ihnen den Sex vorenthalten. Das wäre auch nicht artengerecht. Ne? Also wie man es dreht, man kommt ums Schlachten nicht rum. Das ist auch immer, ich hatte ja auch Schafe, ne? Und am Anfang hatte ich nur 4 und dann, ach, die süßen Lämmerchen und die schlachten wir nicht und so. Und dann hatte ich über 30. Ja, wow. Und das ging dann, also dann musst du so viel Gras dazu kaufen, das bringt es nicht. Und du musst öfters mal versuchen, Leute da zu überzeugen, dass man eben, wenn man Wiesen als Weidewiesen haben will und dann drauf Tiere hat, dass man dann auch das Fleisch doch besser isst als wegschmeißt. Ja? Oh ja. Das schmeckt auch gut, ist sehr gesund. Schmeckt wunderbar. Das ist sogar biozertifiziert. Das heißt, wer bei uns ein Stück Fleisch abholt, der kann mit einem Siegel haben. Wunderbar. Ja, ich habe es mir bis zum Siegel geschafft, aber ich habe da auch entsprechende Erfahrungen. Was mich jetzt dann interessiert, ich habe ja auch, also ich habe immer gesagt, bei mir ist die offene Psychiatrie, weil ich hatte ganz viele Leute, die hier kamen. Aber ich habe nie jemanden wirklich gefunden, außer meinem letzten Ehemann, sag mal, mit dem ich wirklich gut zusammenleben konnte. Mhm. Und jetzt habe ich auch Leute da, mit denen ist es ganz nett, so zusammenleben, aber die können mit dem Land nicht wirklich was anfangen. Die Frage ist, wie habt ihr die Leute gefunden? Wie findet man Leute, die sich erstens auf sowas einlassen können? Und zweitens auch bereit sind, zum Beispiel von der Erfahrung eines Menschen, der jetzt schon 30, wie ich, 30 Jahre hier lebt und schon einiges ausprobiert hat, die vielleicht anzapfen möchte und nicht das Rad nochmal von vorn entwickeln. Ja. Und mit denen man auch Dialoge führen kann, ohne dass es in so Diskussionen ab
Also bestimmte Entwicklungsstufen, sagen wir mal so. Wie Ja. habt ihr das gemacht? Wie sind Leute da zu euch gekommen? Ja, die Leute haben uns eher gefunden, als dass wir sie gesucht haben. Und wo es richtig gut geklappt hatte, das war ein junges Paar, was bei uns war, insgesamt ein Jahr lang, mit einer Pause zwischendrin. Dann kamen sie nochmal für, um ihr Jahr praktisch auch zu komplettieren. Sie wollten einmal alle Jahreszeiten durchlebt haben hier. Mit denen sind wir immer noch sehr gut befreundet. Das hat super gepasst. Und das waren Leute, die hatten so viel auf der Welt schon gesehen, dass sie langsam irgendwo ankommen wollten. Und bei uns hatten sie fast schon den Eindruck, das ist es. Aber dann haben sie irgendwie gemerkt, nein, es ist noch nicht ganz. Und sind jetzt in Frankreich gelandet. Hat aber auch mit ihrem kulturellen, sprachlichen und sonstigen Hintergrund zu tun, weil die sprechen gar kein Deutsch. Und dafür dann ist Österreich schon eine harte Nuss. Also, wenn man dann, sobald man oben aus verlässt, dann auf einmal auf einen schwierig zu verstehenden Dialekt im Deutschen umstellen muss. Ne? Und die, also das war vielleicht eines der Gründe, dass sie nochmal weiter nach Frankreich gebracht hatte, wo sie beide die Sprache können. Und was da gut gepasst hat, war, dass das Leute waren, A, die eben, wie ich meinte, schon nicht mehr nur noch auf der Suche waren, sondern langsam merkten, dass sie eigentlich doch schon auch was gelernt haben und das jetzt auch einbringen wollen, wo der Horizont ein bisschen länger wurde, das erste Kind war unterwegs, also dann schaut man schon ein paar Jahre in die Zukunft und nicht nur so, ach, was ist das Perfekte, wie kann ich ganz schnell die Welt verändern oder so. Und sie hatten schon ein bisschen mehr Geduld gelernt. Und dann war das mit dem Altersunterschied dann auch einer, wo man sich gegenseitig befruchten konnte und wo das nicht nur so eine Spannung war. Ne? Also die Spannung zwischen Jung und Alt, das ist dann schon so, dass die Jugend von dem Alter eben nichts lernen will, weil sie wissen es ja eher besser oder sie müssen es wirklich ausprobieren. Und man sieht das auch bei den jungen Lämmern, die dann immer so über den Zaun springen müssen, wogegen die Älteren da schon ganz gemächlich schon wissen, dass es genug Heu und Gras gibt auf dieser Seite des Zauns und so. Also das scheint ein nicht nur ein menschliches Phänomen zu sein und diese Generationenvielfalt. Also von daher, wenn wir die Schafe beobachten, dann lässt uns das manchmal auch reflektieren über die Gemeinschaft, die dann von Menschen da ist. Aber richtig gut gelöst haben wir das nicht. Wir haben auch kein wirkliches Marketing bisher betrieben. Hat auch damit zu tun gehabt, dass wir eigentlich immer noch sehr klein waren bis dato. Wir sind jetzt in einem Jahr, das so ein Scharnierjahr wird. Wir sind dabei, mit der Gemeinde eine Unterstützung zu erfahren, nachdem wir lange Jahre eher Skepsis erfahren hatten. Und das heißt, wir werden auch irgendwann ein Papier haben, wo Baugenehmigung draufsteht. Und dann können wir auch in etwas größerem Stil an die Gebäude rangehen als bisher, wo wir nur so kleinere Einbauten oder so haben machen können, aber nicht ein ganzes Haus umwidmen können oder so von einem Stall in ein Wohnhaus oder so. Das sollte sich dieses Jahr klären, wenn alles gut geht, aber das ist in Österreich sehr kompliziert, wie ich merke, auch wenn Leute sehr willig sind und viel flexibler als in Deutschland. Und das ist dann eine wichtige Voraussetzung, dass wir auch sagen, wir sind dann offen für zwei Typen von Beteiligung. Das eine sind Investoren, die sagen, sie wollen sich an uns beteiligen, weil sie das toll finden oder weil sie hier auch mal einziehen wollen oder gleich einziehen wollen. Und das zweite sind Leute, die wirklich kommen, eher für eine kürzere Zeit, mal zum Ausprobieren. Wie könnte es denn sein, mal ganz anders zu leben? Das ist dann ein Angebot für Leute, die irgendwie so zwischen zwei Jobs oder zwischen zwei Beziehungen oder sowas stehen und mal was anderes brauchen. Oder eben für junge Leute, die meinen, dass das das Richtige ist und von daher das mal wirklich schmecken müssen. Oder auch für schon sehr ältere Leute, die sagen, na, das ist eigentlich genau, wie ich mir meinen Alterplatz vorstellen möchte, aber die erstmal den Fuß ins Wasser stecken können für, sagen wir, 1 bis 3 Monate. Und sich danach entscheiden, ob sie wiederkommen wollen oder verlängern möchten oder so. Also da merken wir, dass unser Angebot jetzt langsam etwas strukturierter wird, so auf eine Probezeit hin. Und dann stellt sich das schon relativ fix raus, ob man eigentlich länger miteinander möchte oder ob es ganz gut ist, dass die Zeit wieder abläuft. Genau, das habe ich auch schon erlebt, dass ich dann jemanden auch wieder wegschicken musste und die dann total enttäuscht waren. Ja. Da möchte ich euch beide fragen jetzt. Was sind so die Qualitäten oder die Charaktereigenschaften für Menschen, die für diese Art von Dazwischenleben, wie ich das jetzt vom Rainer gehört habe, also es ist eigentlich ein Aufenthaltsort für ein Dazwischen, geeignet sind? Na, ich würde sagen, dazwischen im Sinne von, es gibt da einige Ambiguitäten verglichen zu dem, was man so als fix und fest vermeintlich kennt. Ne? Also das eine Ambiguität ist, wo ist meine Grenze? Wo höre ich auf? Wo fängt der andere an?
Wenn Leute nach Obernhaus kommen, die haben oft so das Gefühl eines Grenzenverlusts, weil manche Dinge, die für sie bisher ganz intim waren, sind auf einmal ganz öffentlich. Und andere Bereiche, ja, die sie vielleicht vorher gar nicht wussten, dass sie die auch haben, werden auf einmal jeden Tag abgefragt oder so. Also das ist so eine Verschiebung dessen, wie lebe ich, hat aber auch was damit zu tun, wer bin ich? Also Identitätsbefragung passiert dann. Ne? Da tun sich junge Leute viel schwerer mit als etwas reifere. Also da das Thema Erwachsenenentwicklung ist eins, was da ganz wichtig ist, das auch mit im Auge zu haben. Also man muss da eben auch eine bestimmte Kritik an sich ranlassen können. Also eine Kritik, die gar nicht unbedingt bös gemeint ist, und eben nur, dass man eben ja, auf eine Prüfung gestellt wird eigentlich. Und zwar in ganz banalen Dingen wie im Alltag. Wir haben ja eine Komposttoilette. Manche Leute ekeln sich davor. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie dann nur so einen Eimer hinein in Deft verrichten. Die meinen, das muss man irgendwie abspülen. Wir haben auch was zum Abspülen. Das landet in einer Pflanzenkläranlage, ist eigentlich auch zum Kompostieren da, nur ein bisschen komplizierter. Und ja, also das sind so Dinge, wo der Alltag dann auf einmal anders anfasst, sagen wir es mal so. Das ist also so eine Sache, die wichtig ist. Also das ist nicht unbedingt dazwischen, das ist auch wirklich ein anders. Ne? Und dann das Dazwischen ist eher eins so, ne, wie gehe ich damit um, dass ja, ich zum Beispiel eben keine Küche habe für mich, dass ich mit dem kochen muss, was da ist und nicht einfach jeden Tag mal schnell ins Geschäft renne und irgendwie nach meinem Rezeptplan einkaufe, sondern dass ich eben hier ein Teil einer größeren Wirtschaft bin, wo ich schaue, dass ich die Ressourcen, die da sind, gut nutze und dass ich dann eher versuche zu improvisieren mit dem, was halt gerade da ist. Also das ist für viele Leute, die jetzt keine Großfamilienküchen kennen oder so, und das sind immer weniger Leute, die das tun, für die ist das dann auch so ein Schock zu merken, oh, wie koche ich eigentlich, wenn ich mal koche für 10 Leute oder für 7 Leute, nicht nur für einen mal so ganz schnell. Wie lerne ich mit nicht so exotischen Ingredienzen umzugehen oder so. Und so hat es fast jeder Bereich des Wohnens, oder kann beim Putzen anfangen oder beim Aufstehen, wenn auf einmal Tiere einen abfragen, da muss man dann die füttern und so. Also da gibt es so viele Dinge, wo das Landleben im Allgemeinen, aber auch das Gemeinschaftsleben im Besonderen einen so aus seinen Gewohnheiten und vorgestellten festen Tritt rausholt. Ne? Also nach einer Angewöhnungszeit, dann gibt es dann Leute, die können sich das dann kaum noch mehr vorstellen, in der Stadt zu wohnen. Also wir hatten jetzt eine sehr sensible Französin hier, die hatte nach ein paar Wochen gemeint, als sie dann einen Ausflug gemacht hat mit mir nach Graz, das ist aber laut hier. Also die Ruhe, die kann einen manchmal etwas so schocken, aber dann, wenn sie dann weg ist, dann merkt man auf einmal, wie ruhig sie ist und so. Also das sind so ganz, ist auf ganz vielen Ebenen verändert sich da was. Ja. Ich weiß nicht, ob du kennst WOOF, Willing Workers on Organic Farms. Das ist seit 25 Jahren oder so, dass ich immer wieder Leute habe, meistens junge Leute, manchmal auch ältere Leute. Ohne das hätte ich das hier allein überhaupt nicht auf die Reihe kriegen können. Ja? Was ich eben feststelle, wenn jemand sowas machen möchte, natürlich, wenn du nur eine Woche kommst, dann bist du ein Tourist oder so und dann ist es sozusagen gerichtet oder du lässt dich mal kurz drauf ein. Aber für längere Zeit muss man wirklich eine Offenheit mitbringen und eine Neugier. Eine Neugier auf das, was ist, und auch eine Bereitschaft, einfach die eigenen Ideen. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich hatte mal jemanden, die wusste also ganz genau, wie man Gemüse anpflanzt. Ja? Und ich habe gesagt, du, so geht es nicht. Ich habe hier, das Land ist oben auf dem Berg, viel Steine und so. Das ist wie Wüste-Qualität. Ja. Und ohne Schafsmist, und musste ich für jede Pflanze musste ein Loch machen und dann Schafsmist rein und dann weg. Nein, sie weiß, wie das geht. Okay, und am Ende habe ich sie machen lassen, ja, und dann war sie wieder weg und hat sie angefragt, wie geht's denn mit dem? Habe ich gesagt, ja, die sind Bonsai geworden, so groß, ja. Also es gibt also manchmal Leute, die so überzeugt sind, dass sie alles besser wüssten, und die sollten besser nicht in so eine Gemeinschaft leben wollen, ja. In vielen Varianten gibt's diese Menschen. Und was für mich eine Lernkurve ist, dann auch mal, wenn ich weiß es besser, mich durchzusetzen. Ja? Es ist ja am Schluss ich, die ich dann das Bonsai-Gemüse nicht verwenden kann. Ja? Ja, genau. Und
so oder mich nicht einfach immer so bereden zu lassen von dem, weil ich in der grünen Art es den Leuten nett machen will und dies und jenes und sie immer berücksichtigen. Ja? Und da hat mir auch integral geholfen, dass ich dann mal wieder eine Autorität sein darf. Aber es ist immer noch schwierig, es durchzusetzen. Deswegen frage ich dich, habt ihr irgendwelche Kommunikationsregeln oder Kommunikationsvoraussetzungen oder wie macht ihr das, wenn solche Sachen auftreten? Ja, wir haben, also meine Frau und ich, wir kamen beide aus der Arbeit in der Organisation von der EU und hatten da Art of Hosting eingeführt. Das war eigentlich eines, was uns da am bekanntesten gemacht hat. Nicht, dass es unbedingt das Wichtigste war, aber jedenfalls waren wir sehr in der Art of Hosting-Szene dann schon bekannt, bevor wir überhaupt nach Österreich gekommen sind. Und Art of Hosting heißt, dass man eben Gespräche führt auf eine sehr ko-kreative Weise, so ähnlich wie hier sind wir jetzt so im Kreis, ne? Und Dinge können entstehen. Aber das hat bestimmte Formate, die das halten kann. Also ob es das Weltcafé ist oder ein gut gehaltener Kreis oder andere Dinge. Und von daher war uns das, wie wir miteinander reden, immer ein sehr wichtiger Aspekt des Seins hier. Ne? Und haben da schon so verschiedene Momente. Also das eine ist, dass wir so Momente hatten von Auszeiten, wo wir zweimal im Jahr eine Woche einfach gemeinsam gefastet haben. Wenn man durch so einen Fastprozess durchgeht, dann passiert da ganz viel mit einem. Und dann ist es eben auch wichtig, sich dann am Tag wenigstens einmal, wenn nicht zweimal, auch zu treffen, einfach auszutauschen, wie es einem so geht. Das hat die Gemeinschaften immer wieder sehr zusammengeführt, so solche Aktionen. Und das andere ist, dass wir, als wir ein paar mehr Leute waren, dann auch wirklich darauf geachtet haben, so mindestens einmal die Woche einen Kreis zu haben, wo halt wirklich alles zur Sprache kommen kann, was irgendwie gerade so anliegt. Ob das jetzt ist, dass jemand sich unrund fühlt oder dass jemand einen besonderen Dank aussprechen möchte oder was mitteilen möchte oder so, dass es so eine Öffentlichkeit gibt, wo die Gemeinschaft sich sieht als Gemeinschaft. Aber du hast ja auch in der Webseite beschrieben, dass jeder eigentlich 2 Stunden am Tag mitarbeiten möge. Ja. Ja. Letztendlich, du bist ja der da sitzt, du und deine Frau. Und ihr macht euch da ein Programm, was zu machen ist. Und wie läuft das dann? Nicht ganz so. Wir, im letzten Sommer haben wir eine Liste erarbeitet mit Leuten, die ein bisschen hier waren und sich so langsam anmerkten, was es alles so braucht. Und dann haben wir das gemeinsam erarbeitet. Was gibt es eigentlich alles in Dingen, die gut wären, dass die mal jemand macht ab und zu? Und dann kamen die Woche drauf dann ganz viele Leute für ein paar Wochen zu Besuch. Also da hatten wir praktisch eine Struktur gebraucht, die nicht nur so auf Zuruf funktioniert, dass jeder eh schon weiß vom anderen, was passiert. Also es gibt so eine Zahlengesetze, die wir da eigentlich haben. Ne? So bis 7 braucht man eigentlich ganz wenig Struktur, weil dann reicht es, dass man sich so ab und zu über die Schulter schaut. Wenn was nicht gut ist, dann kann man das direkt ansprechen und irgendwie geht es dann nicht oder doch. Aber das wurde auch mit großem Tamtam auch nicht besser. Aber ab 7, also ab dem 8, dann braucht man Struktur, auch wenn man das nicht weiß. Also man meint zwischen 7 und 8, man braucht eigentlich immer noch keine Struktur und dann geht's schief. Und Struktur hatten wir dann, dass wir dann wirklich eine Liste hatten von Aufgaben, die im Prinzip anliegen. Also nicht immer sofort dringend sind, aber die so mindestens einmal pro Woche mal gemacht werden müssen. Manche jeden Tag oder so, wie zum Beispiel Essen kochen oder so. Oder Schafe füttern. Und diese Liste, die war dann für alle sichtbar. Da haben wir wirklich eine große Liste gemacht. Und Leute, die einen Task erledigt hatten, die bekamen dann eine bestimmte Punktezahl. Also wir haben das wirklich jugendfreundlich gemacht, weil wir hatten viele Jugendliche und Kinder, die auch kamen. Und die waren auch die, die sich am engagiertesten dann auch für ihre Punkte eingesetzt haben. Und man musste dann praktisch, haben also praktisch diese 1,5 bis 2 Stunden Regel übersetzt in, wenn du 20 Punkte machst, dann hast du dein Soll erfüllt. Und dann haben Leute ganz schnell geguckt und strategisch überlegt, aha, wenn ich das mache und das, dann bin ich schon durch. Und das hat Leute echt motiviert. Also das war nicht unbedingt, dass jetzt jemand eine feste Vorgabe kriegt, du musst jetzt das und das machen, so eine Chef-Knecht-Beziehung oder so, sondern eher, dass es transparent ist, wer macht eigentlich was. Das fanden wir auf Dauer etwas besser, also für eine größere Zahl. Ne, als aber so. Wie ist es mit der Überwachung? Es gibt ja manche Leute, die machen Blödsinn. Ich hatte letztens einen, sollte das Geländer streichen. Was hat er gemacht? Die Holzstufen gestrichen mit Grün. Ja, also
Und bis ich das gemerkt habe, war natürlich schon eine gestrichen, ja. Also ich noch daran denke, na gut. Ja. Ja, Dinge gehen ja auch schief. Also das bleibt ja nicht aus. Das ist aber auch, Ja, wenn man wie alles hält? selber macht, kriegt man Sachen nicht hin. Also das Ja. muss man dann auch aushalten. Ja, aber wie macht ihr das? Also müsst ihr vorher, glaubt ihr, wenn die Leute sagen, ja, ich weiß das, ich kann das machen, oder steht ihr dann erstmal dabei und guckt erstmal, ob sie Ja, es können? Oder schon. Na, so? bei Leuten, die eindeutig Anfänger ist, dann ist es leicht. Dann wissen Leute, dass sie es nicht wissen und dann lassen sich auch was schwieriger sind Leute wie deine Pflanzen damit, die dann meint, dass sie weiß, wie das macht und ich habe Lernresistenz. Haben wir zum Glück nicht so oft. Also gibt es dann aber auch Leute, die sagen, na, ich möchte es aber gerne so machen und egal, wie man macht, dann haben wir auch kein Problem. Ne? Okay. Ja, oder manche Leute, das habe ich ja die Erfahrung gemacht, die möchten halt gerne machen, was sie wollen, aber nicht unbedingt, was ich brauche. Ne? Und Ja, das haben wir auch ab und zu. Muss mal gucken, ob man doch irgendwo einen Treff findet. Sonst ist das halt keine Arbeit in Anführungszeichen. Ne? okay, Monja, du sitzt die ganze Zeit still. Ja, ich staune, aber ich glaube doch, das Grundcharakteristikum der Teilnehmer ist eine gewisse Flexibilität. Und jetzt frage ich dich, Rainer, wie hast du deine Flexibilität erworben und woran ist sie sichtbar am besten? Meine Für eigene, dich. ja, ich würde jetzt fast sagen, also es wäre wahrscheinlich für die Gemeinschaft leichter, ich wäre nicht so flexibel, weil dann sehr endlich klare Regeln, die sie sich erhalten können und ja, so dann such Dinge immer im Fluss zu halten, ist für andere immer leid. Close that bracket. Und die, also ich bin ja jetzt über 50 und da ist im Leben ja viel mit einem passiert. Ob das jetzt eine Tochter ist, die wurde mit Down-Syndrom, das hat mich da flexibel werden lassen. Vielleicht viele Sachen, die man dann auf einmal aufgeben muss als Idee oder als Wahnstellung. Generationen sich gegenseitig helfen über die Lebensdauer oder so. Oder ja, auch die Tatsache, einfach so alles loszulassen, also die Brüsseler Existenz mit gefestigtem Einkommen und dafür eine eher unsichere freiberufliche Existenz hier anzufangen. Und ich denke, das Wichtigste für mich ist, ja, auch von verrückten Ideen dann mal wieder ein Stückchen zurücktreten zu können, wenn die Realität dafür scheinbar noch nicht reif ist oder vielleicht hat man die Realität wirklich nicht richtig gesehen und dann nochmal neu anzufangen, aber nicht aufzugeben. Also Durchhaltevermögen, ja, eine gewisse Resilienz zu entwickeln. Also ich spreche jetzt, denke jetzt für ich, wie ich mit den Dingen umgehe. Wie alt sind eigentlich die Ältesten eurer Teilnehmer? Na, hier am Hof im Moment bin ich einer von den Ältesten. Ne? Also das ist die, also von daher haben wir noch Platz für ältere Leute als Mitte Also es ist 50. vor allem doch für Jüngere, die sich selbst erproben wollen, ne? Na, im Moment habe ich noch meine Tochter hier, die gerade schwanger ist mit ihrem zweiten Kind. Und von daher haben wir im Moment so etwas ruhige Phase. Wir gucken erstmal, dass die Geburt durch ist. Und so ab Sommer werden wir hier wieder etwas zahlreicher, ne, im Moment. Wir haben mehrere Phasen gehabt, wo wir erst wenig waren, dann wieder mehr und dann wieder weniger. Im Moment sind wir im Moment eher weniger. Also von daher ist das nicht sehr repräsentativ für den Gemeinschaftszustand. Im Moment haben wir so den Kernfamilienzustand. Aha. Was ich dich noch fragen wollte, weil ich habe dich ja damals bei einer Aufstellung kennengelernt für die Inter-European Community. Und bist du auch noch für die Meridian University aktiv oder hast du das jetzt alles eher gelassen? Na, also nö, also es gibt eine Integral United Vereinigung. Da bin ich sogar nominell im Vorstand, aber es gibt so eine Kerngruppe von ein paar Leuten, die meinen, dass man sich auch online und immer zwischendurch mal treffen können muss. Also was wir hier passieren, das würde Integral United auch gerne unterstützen. Also vor allen Dingen, wenn es nicht nur deutschsprachig ist, sonst macht das Integrale Forum ja auch schon. Gerne, 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 unterstützt uns. Ja, genau.
Und die, also das ist so ein Verein, der ist jetzt seit ein paar Monaten registriert in Berlin und ist auch gerade dabei zu gucken, wie kriegt man jetzt so aus dem Konzept das auf den Boden. Also da bin ich noch durchaus im integralen Feld. Und ich merke, dass es da gerade so eine Umbruchphase gibt, auch so einen Generationenkonflikt, könnte man fast sagen, so zwischen den Wilberianern und denen, die meinen, ja, Wilber war toll, aber das war doch nicht alles, ne? Ja, Und so die, auch das war die. noch nicht alles, da gibt es dann die Hansi-Freinacht-Fans und so. Ja, ja, Und ja, ja. da merke ich, dass da eben auch eine lebendige, ja, jenseits von Gemeinschaft sich immer entwickelnde, frische Ansätze hat. Also da bin ich gerne da mit dabei. Das hat dann auch mit meinem anderen Thema zu tun, eben das Beobachten von Erwachsenenentwicklung, das Schärfen von Methoden. Wie kann man das wirklich messbar halten, dass man nicht nur über Erwachsenenentwicklung irgendwie nett spricht und irgendwie den Leuten schon zugesteht, dass sie ganz reif sind, sondern dass man auch genau hinschaut und auch kritisch sagt, ja, da gibt es noch das und das. Und wie kann man das auch aushalten, dass vielleicht weniger Leute so reif sind, wie sie gerne täten, dass alle sie säen und so. Also da ist viel Schatten auch im Integralen. Also, dass da viel, ja, du sagst das Wort Schatten, aber dass das also angenommen wird, auch eine gewisse Kritik vielleicht oder auch nur ein Vorschlag, sagen wir so, also das habe ich ja in Wien damals erlebt auch, das ist nicht einfach. Und daran zu arbeiten, ist es auch die Sprache zu finden, mit der man das vermitteln kann, ist also, finde ich, eine der Herausforderungen fürs Alter, also für die Älteren. Macht ihr sowas wie Schattenarbeit auch, oder? Ja, also das ist nicht ein Name, den wir hier in Obernaus viel benutzen. Ich meine, ich treffe viele Leute, die Formen von Schattenarbeit betreiben. Ich habe selber mal ein recht intensives Traumatraining mitgemacht und habe dann sehr viel darüber gelernt, Kontakt zu halten und nicht gleich meinen, alles irgendwie lösen zu können. Ja. Und es ist auch mein, du löst es nicht wirklich, du kannst es nur besser handhaben. Du trägst es anders mit oder es belastet dich nicht mehr so sehr. Und ja, das ist auch meine Vorstellung. Was wären deine Wünsche? Also abgesehen natürlich von einer glücklichen Geburt deiner Tochter. Ja, meine Enkelin oder Enkel, Ja, wir wissen ja, noch gar ja. nicht, was für ein Geschlecht das ist. Das ist auch nicht, es ist ein Kind. Genau. Was wäre da, und das Kind würde dann dort aufwachsen bei dir, oder? Genau, die Enkelin, die erste, die ist schon hier. Die ist jetzt 2 geworden vor letzten Monat. Also das tut ihr ganz gut hier, das Umfeld. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Und wie es mit dem zweiten wird, das hängt dann damit zusammen, was so die Pläne meiner Tochter sind. Die hat ja da auch noch was zu entscheiden. Sie die Kinder Und der lässt ja nicht Vater, der einfach hier. Vater, der Vater. Das ist eine komplizierte Geschichte. Okay, dann lassen wir das Thema vielleicht. Weil, ja, ist auch bei uns in Österreich ja derzeit sehr häufig, dass die Väter plötzlich nicht mehr die Dominanz haben. Aber ist auch noch eine offene Frage insgesamt auch, ne, für die Entwicklung des Kindes. Aber wenn Großväter da sind, ich merke es also bei uns, die werden eigentlich sehr wichtig, die Großväter. Also mein Mann und der Enkel, der ist jetzt 24. Das ist ein ganz erstaunliches Band, das sich da entwickelt. Also das ist auch, ja, also schon sehr wichtig. Also die Rolle der Großeltern in einer Gemeinschaft, ist nicht zu unterschätzen. Also die ist. Und wenn du sagst, ihr habt noch keine alten Leute, also wirklich alte Leute, wo bekommt man die her? Ich meine, wie kann man die ansprechen? Ja, ich könnte mir vorstellen, jemand, der unsere Interview dann schaut oder liest, hat dann vielleicht Lust, sich zu melden. Also ich spreche hiermit eine Einladung aus. Ja. Und der erste Schritt ist, kommt mal auf einen Besuch vorbei und überlegt sich das mal. Und der zweite wäre dann zu sagen, na, das hier, was noch aussieht wie ein kaputter Kuhstall, das soll meine Wohnung werden. Ne? Also man muss auch diese Fantasie haben können. Ne? Ja, Fantasie, aber nicht meinen, man könnte das alles so 0, nix und das müsste gleich passieren und
man wüsste alles besser. Wie gesagt, das ist in meiner Frage. Ja, im Grunde suche ich, ich bin ja jetzt alleine hier auf 10 Hektar Grundstück und einem Haus mit 350 Quadratmetern und suche im Grunde jemanden oder vielleicht auch mehrere, die mit denen ich alt werden kann. Ne? Das Projekt mit meinem Mann alt zu werden hat ja noch nicht geklappt, leider. Aber es ist einfach auch, wenn man, und da kommen wir wieder auf das Umweltdenks, ja, wenn ich habe das Gefühl, ich meine Aufgabe ist, für dieses Stückchen Planeten zu sorgen. Und das ist für einen Menschen zu viel. Ja? Und es wäre schön, wenn es da Leute gäbe, die sich interessieren, was über Landwirtschaft, was über Pflanzen zu erfahren. Im Moment wachsen Spargel, wilde Spargel hier, ja. Und die musst du natürlich erstmal Augen einschrauben, damit du die auch findest und so. Mhm. Es gibt eine Menge zu erfahren oder Kräuter, so eine Art so Löwenzahn, den man kochen kann, ja, und lauter verschiedene Sachen. Mhm. Oder meine Anemonenwiese, die ist eine Pracht gerade im Moment. Also es gibt so viele Sachen, die wunderschön sind. Aber wenn man nicht ein gewisses Maß an Arbeit hineinsteckt, dann wachsen die Dornen über alles, ja. Also ja, mein Wunsch wäre, Menschen, mit denen ich mich vertragen könnte, zu finden, aber die auch ein Interesse haben, da was für die Erde, die wir hier haben, oder für den Wald, oder was, ich habe auch 7 Hektar Wald, was zu tun dafür. Und zwar richtig was zu tun und nicht nach Städter Idee, nach einer Viertelstunde Holz schnibbeln, dann sind wir fertig. Ja, ja. Ja. Habt ihr eigentlich Bienen, Honig? Ich nicht. Wir haben ein paar Imker in unserem Umfeld. Also es gibt Bienen noch hier, auch wenn die arg unter Stress waren. Und viele sind auch unseren Imkern gestorben an Völkern. Aber es gibt noch welche. Das ist eines unserer Pläne, dass wir dann auch... Ja, weil ich finde, das ist eine sehr... Ich weiß es nur, wir haben Verwandte, das heißt, mein Mann hat Verwandte, die sind bei der Feuerwehr. Und da kommen sie immer wieder dann auf Bienenschwärme. Und der ist inzwischen zum Imker geworden, einer dieser, obwohl er in der Stadt hier bei uns, also der Feuerwehr, ist, am Land draußen, hat also mehrere Stöcke. Und wann immer wieder ein Bienenstock zu entsorgen ist oder zu besorgen ist, dann wird er gerufen und dann hat er noch mehr. Und er hat produziert inzwischen Honig. Er hat uns auch gezeigt, wie man diesen Honig dann so cremig bekommt. Und würde man nie annehmen, aber ich glaube, also, was man auch wirklich, auch im Alter noch, die latenten Talente, die man hat, dass die sich endlich hervorwagen. Und das würde ich also auch als wenn ihr also jemanden sucht, das dazu nehmen. Welches Talent hast du noch nicht gelebt? Ja, weil das ist eine gute Frage, ja. Ja, weil das ist etwas, was ich jetzt im Alter merke, da tauchen plötzlich Dinge auf und das fasziniert mich ungemein. Und ja. Hast du schon mal Wolle gesponnen? Ich spinne Worte, Heidi, ich spinne Worte. nein, früher als Kind, da habe ich noch weben gelernt und Netze machen und diese Dinge alle. Ja. Ja, ich überlege gerade, also ich bin nicht versucht, also ein sehr körperlich forderndes Leben mehr zu leben, weil wenn du gegen 80 gehst, also dann schraubst du einfach zurück. Aber ich kann mir vorstellen, also dass Menschen über 60 oder noch nicht 70, dass die da wirklich bereit wären, noch sich selbst auch zu erproben. Und was jetzt zu tun, das ist nicht unbedingt nur körperlich, ne? Also nicht nur in das Bäuerliche einsteigen. Oder aber trotzdem, also wenn du am Land lebst, da brauchst du schon körperliche Fähigkeit sonst. Ja, aber den Schafen Heu zu geben oder den Hund mal auszuführen, das kann man auch mit 80. Ne? Also da kriegt man auch Punkte Arbeit. Dafür, mit dem Richtig. Hund Gassi das, gegangen. Ja, wie viele Punkte kriegt man da? Naja, wenn wir merken, dass die Leute nur noch das machen, dann geht die Punktezahl runter. Ich verstehe. Aha, so macht ihr das. Adaptives Punktesystem. Sehr raffiniert.
Und wenn wir merken, Sachen werden gar nicht gemacht, dann steigen aber die Punkte. Ne? Oh ja, super. Ich habe noch eine Frage zur Energieversorgung, zur Wasserversorgung. Ja. Wie macht ihr das? Na, die Steiermark ist zum Glück nicht so furchtbar trocken wie der Berg, den du geschildert hast. Mhm. Also hier regnet es doch, auch wenn wir hier schon im Süden sind von den Alpen. Also die Winde kommen von der Adria hoch und das Wasser auch. Und wir haben hier eine Quelle auf etwa 50 Meter unter dem Grund, die wir anzapfen. Und davon holen wir uns das Trinkwasser. Ist sehr wohlschmeckend, hat allerdings auch den hiesigen Muschelkalk mit drin. Also das hat immer so eine weiße Schicht, die dann irgendwann in einen Wasserkocher und dann sich ablegt oder so. Ja, das können wir auch. Aber das ist aber ansonsten sehr, also für den Körper sehr gesundes Wasser. Und wir haben eine eigene Kläranlage, eine Pflanzenkläranlage, wo das alles wieder dann gereinigt wieder in die Umwelt zurückgeben. Ne? Und das holt er aber mit Strom hoch, das Wasser, oder macht er wirklich? Ja, das ist eine kleine Pumpe. Nein, das muss man schon ein bisschen pumpen. Der Druck würde nicht reichen, dass es ganz nach oben kommt. Und das nächste, was wir geplant, aber noch nicht umgesetzt haben, ist, dass wir dann auch eine Solaranlage hier haben. Also da sind wir schon am Prospektieren und so. Es hat noch ein bisschen damit etwas gehemmt, unser Wunsch, das gleich zu bauen, weil wir auch die Dächer noch renovieren müssen, auf die das dann kommt. Also von daher waren wir etwas zurückhaltender. Womit heizt ihr? Warte mal, ich muss noch was sagen. Ja? Solaranlage. Ich habe ja eine und bin wirklich nicht sehr zufrieden damit. Oh, also am Anfang hat man sehr viel mehr Illusionen. Ich würde also schon noch ein bisschen in die Realität gucken. Ja. Meine war nach 8 Jahren kaputt. Ja. Oh, das ging sehr schnell kaputt, ja. Ja. Sonst sagen und, ja alle so 20 Jahre soll so ein Ding schon halten. Sollten sie. Und dann wird dir ein Haufen Zeug versprochen, was viele weiße Lügen, wo man dann mit der Zeit erst rauskriegt, das habe ich vorher nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte die ganze Zeit Strom aus der Leitung nehmen können, ja, und da wäre ich billiger gefahren als 22.000 Euro aufs Dach zu stellen damals. Ja. Also Vorsicht, Vorsicht. Es ist nicht wirklich die absolute Lösung, aber guckt alle auch, ob ihr jemanden habt, der das für euch machen kann, wenn Sachverstand dabei ist. Ich hatte keinen Sachverstand, ich musste mich ja darauf verlassen, was die Leute mir erzählen. Grundgebühr wird viel höher, jedenfalls bei uns. Mhm. Und lauter Sachen, ja. Mhm. Achtung, Achtung. Ich weiß nicht, ob es nicht andere Wege gibt für Energieerzeugung. Zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt gestern 2-3 Tage schon Solarwasser nehmen können zum Duschen. Ich habe einen 500-Liter Behälter, der dauert halt ein bisschen länger, aber wenn jetzt wieder keine Sonne ist, dann reicht es nicht. Da muss ich bis März wieder Stromwasser nehmen. Ja? Und man muss sich dann eben daran gewöhnen, dass man Waschmaschine mittags um 12 macht. Ja? Lauter solche Sachen. Man muss ein bisschen genauer hingucken und nicht so aus grünem Energie, wie ich das. Nee. Ich habe meine Erbschaft und das kommt aufs Dach. Das würde ich heute nicht nochmal machen. Und Technologie hat sich dann wohl auch weiterentwickelt. Also es klingt so, als warst du noch sehr pionierhaft unterwegs. Ja, ne, ich habe jetzt Ersatz-Solarpaneele gekriegt. Ich habe 1.500 Euro als Garantieleistung zurückgekriegt. Habe jetzt neue drauf, aber die Leistung ist nicht besser. Also ich weiß nicht, ob das. Man hofft immer, dass alles besser würde, aber ob es dann wirklich so ist? Also, gut nachfragen. Da bin ich jetzt auch nicht der Ingenieur, der das genau weiß. Also wie gesagt, diese Solarstrom, da waren wir eher noch nicht so hurtig, weil die Leitung geht ja und wir kriegen das alles aus Wasserkraft, also ist jetzt nicht so schlimm. Das kann man immerhin schon steuern als Verbraucher, wo die Quelle herkommt. Das ist toll. Im Moment kriegen wir sogar Solarstrom, nicht mehr Wasserstrom, weil wir haben uns jetzt in so ein Community-Konzept eingeschleust, wo Leute, die ihren überschüssigen Strom von ihren Dächern produzieren, den abgeben können an andere. Also das sind wir. Aber eben nur tagsüber. Solarstrom bei uns. Das geht auch nachts über. Die haben Speicher. Die haben das verbunden mit dem Batteriekonzept. Das war ein sehr schlauer Batteriehersteller, der das so gebastelt hat. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich wäre gerne daran interessiert. Ich möchte nämlich aus den etwas defekten Solarpanels, die ich hier noch rumlegen, die möchte ich versuchen zu reparieren und dann unabhängig mit Batterie. So, denn hier ist es so, wenn Strom ausfällt, was es in Italien öfters mal tut, dann nützt dir auch nichts, dass du eine Solaranlage hast, weil das miteinander verknüpft. Ja, klar.
Du brauchst eine Batterie, ja, und musst du dann abschalten können vom Netz. Das ist so die Grundfrage, ist man noch am Netz dran oder nicht? Genau. Das ist so eine große Weiche. Ne? Also wir sind jedenfalls noch am Netz, aber wo wir wirklich angefangen haben, mehr zu sparen, ist beim Heizen. Das ist hier beim österreichischen Winter schon ein Thema. Also die Leute sind hier sehr bewusst sich dessen, dass es sehr kalt werden kann. Das ist nicht so wie in Südeuropa, wo man das irgendwie gar nicht sieht, auch wenn es kalt wird. Naja, ich habe schon auch meinen Ofen an, ja. Ja, ja, eben, das meine ich. Aber denn die Häuser sind ganz anders gebaut. Also hier achtet man auf Isolierung und sowas. Und da ist da die größte Nutzung von Solarenergie ist eigentlich für die Wärmegewinnung. Also dass man da so einen Solartauscher hat. Das ist das Erste, was wir einbauen werden. Mhm. Unsere Heizung ist Stückholz. Da hat noch jemand gefragt, womit heizen wir. Wir hatten ja einen eigenen Wald, der ist jetzt Bauholz. Aber es gibt so viele Wälder hier rundherum. Also wir kriegen da jede Menge Bäume von unseren Nachbarn da mit dem Traktor geliefert. Sägen wir die kleinen, hacken die. Das ist auch was, wo man sich gut dran betätigen kann. Und verbrennen das jetzt in einem, da sind wir ganz stolz drauf, in einem Holzvergaser. Der ist extrem effizient. Der verbrennt, der holt die Energie fast komplett aus dem Holz raus. Mhm. Bleibt nur ein ganz kleines bisschen Asche übrig. Oh, wow, das ist so. Ja, interessant. Holzvergaser heißt das? Mhm. Noch nie gehört. Die Flamme, die brennt aus mit Gas, was aus den Scheitern austritt. Also die Hitze wird genutzt, um das Gas aus dem Holz auszutreiben und dann wird das Gas gesammelt und brennt in einer eigenen Kammer. Das ist also sehr viel heißer, als wenn man nur ein Holzfeuer hätte. Und kann man viel stärker auch abgreifen, praktisch zum Wärmetauschen. Das heißt, die Heizung ist relativ effizient. Gibt es darüber Literatur? Oder? Bitte? Gibt es da Literatur darüber? Weil ich ja, sicher. Google mal Holzvergaser. Holzvergaser, ja, werde ich machen. Das ist ja schon ein Wikipedia-Artikel dazu. Und das ist so in der Holzverbrennung im Moment der Stand der Technik. Es sei denn, man nimmt so Pellets und sowas oder so ja, Pellets Hackschnitzel, das haben die Leute hier in der Gegend auch viel. Ja. Aber wir wollten das Holz noch irgendwie anfassen und nicht nur so, das so mit einer großen Schraube da drehen lassen. Das ist interessant. Ja. Denn, ja, ich reize ja auch mit Holz und es gibt schon eine ganze Menge Abgase, ne? Und die stinken dann auch und wenn dann noch der Nachbar auch mit Holz heizt, dann kannst du nachts kein Fenster aufmachen, ja, so ungefähr. Ja, sehr interessant. Da werden wir mal uns kundig machen und ich denke, wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile miteinander gelabert. Ja, ja. Das finde ich total interessant, was eben auch mein Thema ist. Und Monja, danke für diese Einbindung, die du immer so genial machst, immer die wichtigen Fragen stellst. Ist schon recht. Ist schon recht. Aber ein anderes Mal könnten wir nochmal über die Erwachsenenfortbildung. Ja, Entwicklung, Erwachsenen. Entwicklung, das war's. Ja, ja. Ja. Gut, ist es dann ein bisschen spät? Mhm. Ja, wir können gerne ein zweites Interview planen, wenn ihr wieder Lust habt und uns dann darüber unterhalten. Wie kann man eigentlich genau hinschauen bei Erwachsenen und genau sehen, wo sie wirklich stehen in ihrem Leben und das auf eine Weise, die tatsächlich fundiert ist und nicht nur so ein ungefähres ist. Ne? Das ist interessant. Ja, mir hat es sehr gefallen, dass du eben auch gleich sagst, kognitive Entwicklung ist Entfaltung. Ja. Und da ist alles drin. Also das ist... Ja, was sehr was Verlockendes eigentlich, wenn man sich entwickeln will, sich zu entfalten. Das ist ein bisschen weniger wie diese hierarchischen Stufenmodelle. Es ist mehr so eins, was mehr so wie so ein Ölteppich ist, der sich ausbreitet. Und auf einmal gibt es eine andere Qualität, die dann umschlägt. Sehr schön. Sehr okay. Schön. Ja. Dann danke ich dir. Dann danke ich euch für die mir zugekommene Aufmerksamkeit und die schöne Begegnung und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag und Spaß, Freude beim Nachhören. Danke. Danke und tschüss. Ciao. Tschüss.